Und es verbindet jetzt. Jawohl. Hey. Hi, grüß dich. Na, wie geht's? Gut, gut. Und selbst? Ach, alles gut. Man macht so sein Ding, ne? Ja, das stimmt allerdings. Wo erwische ich dich gerade? Ich bin zu Hause in der Ja. Wohnung. Bin extra rausgegangen. Hörst du mich gut eigentlich über die Kopfhörer? Ich höre dich gut, ja. Okay, perfekt. Ja, weil ich habe eigentlich vollen Empfang, aber irgendwie so ein bisschen verzögert ist es schon. Warte mal Okay. kurz. Guck mal hier. So, müsste jetzt besser sein. Okay. Ja. Wenn es nicht zu unbequem ist für dich, dann kann Nö, man ist das auch alles reden. ist spannend. Alles gut. Okay, sehr schön. Ja, dann du bist jetzt hier um 18:04 in meinem Livestream und was hast du denn den bisherigen Tag so gemacht heute, bevor du hier reinkamst? Ich habe eine Tochter. Das heißt, ich habe sie auch vom Kindergarten vorhin abgeholt. War ein bisschen auf dem Spielplatz. Bisschen athletische Sachen ausprobiert. Nein, ich war nicht Ja. gegangen. Ich war mit ihr auf dem Spielplatz. Davor habe ich Mails überarbeitet. Ich habe selber trainiert. Und ich habe heute ein bisschen länger geschlafen. Okay, was heißt bei dir bis länger geschlafen? 8. Okay, krass. Hey. Okay. 8 Uhr. Heißt sonst so normal bis 6 Uhr oder? Ja, so zwischen 6 und 7, sagen wir es mal so. Okay. Zwischen 6 und 7, dann auch je nachdem, wann das Kind aufwacht. Weil das ist ja das Coole, die Kinder wachen ja nach dem biologischen Rhythmus auf. Und wir ja ein bisschen nach unserem Stressrhythmus. Ja, ehrlicherweise versuche ich so oft es geht, wenn ich es schaffe, meine Termine schon irgendwie so zu legen, meinen Tag so zu planen, dass ich keinen Wecker brauche, dass ich von alleine aufstehe. Yeah. Aber es wird immer, immer unrealistischer, sagen wir es mal so. Naja, aber ich meine so, also vor 8, vielleicht sollte man sich keinen Termin reinknallen. Es sei denn, wie, weiß nicht, in bestimmten Situationen, aber wenn es, sage ich mal, um gesunden Lifestyle geht, so vor 8 kein Termin, vielleicht sogar vor 9 nicht. Da können wir ja sogar eigentlich mal direkt so eine Debatte starten, Ja. weil also der Grund, weshalb das bei mir häufiger nicht möglich ist, ich bin ja in Essen am Helmholtz-Gymnasium Sportlehrer. Das ist eine Eliteschule des Sports. Ja. Und Schule beginnt dort um 7:45 Uhr. Für Lehrer als Ja. auch für die Schüler. Und es ist auch eigentlich schon länger bewiesen, dass man wirklich eigentlich erst so richtig leistungsfähig ab 9 Uhr ist, oder? Ja, es kommt ein bisschen natürlich ein bisschen nach deinem Lifestyle-Rhythmus an. Man kann ja biologisch sagen, alles nach 7 Uhr oder so sollte schon leistungsfähig sein. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, um 7 Uhr aufwachst und fühlst dich komplett gerädert und kommst gar nicht in die Gänge, dann solltest du eher so ein bisschen an deiner Schlafqualität arbeiten und natürlich an deiner Ernährung, den ganzen Sachen, aber eher die Schlafqualität, würde ich sagen. Bei den Kindern ist, glaube ich, eher das Problem, weil die natürlich in bestimmten Entwicklungsphasen sind und genau, jedes Kind reagiert halt ein bisschen anders drauf und ja, es ist ein kompliziertes Thema. Wie viele Kinder hast du im Raum? 25 oder so? 20? Es kommt auf die Klasse an, aber zwischen 23 und 32. So, siehst du, das heißt, du hast dann Minimum plus minus 27 Kinder und somit 27 verschiedene Einflüsse von den Eltern auf die Kinder. Deine Meinung gegen 27, sage ich mal so, ne? Also klar, das, meiner Meinung nach muss man das Schulsystem auch umstrukturieren, aber das ist ja meine Meinung. Ja, gut, aber deine Ja. Meinung zählt ja heute in dem Format. Ja, deswegen sage ich dir auch. Okay. Ja. Nee, ich Also würde auch das Schulsystem umstrukturieren. Ich würde die Schule später anfangen lassen und, sage ich mal so, intensiver gestalten und mit ein bisschen mehr Freiraum in Form von so was wie 90 Minuten, 60 bis 90 Minuten Unterricht theoretisch und dann die nächsten 60 bis 90 Minuten ist dann immer körperlich. Es ist ja auch eigentlich jedem klar, wie wichtig und gesund Bewegung ist. Und das ist ja genau dasselbe auch für die Kinder. Also die leben ja, sage ich mal, von der Bewegung.
die empfinden ja keine Stresssituation, die empfinden ja keinen Zeitdruck, die empfinden ja keine, sagen wir mal, eine großartige Verantwortung für irgendwas, sondern die leben ja wirklich noch, sag ich mal, biologisch. Und die Erwachsenen leben ja nur noch nach Verpflichtung. Ja? Also wenn du könntest, würdest du ja auch nicht um 7 Uhr aufstehen, weil du hast ja eine Verpflichtung, deswegen musst du früh aufstehen. Aber voll, ja. Das sind so diese Unterschiede. Und klar, da würde ich auch dafür sein, dass man so ein bisschen das Schulsystem umstrukturiert. Aber mal gucken. Wie gesagt, meine Tochter geht ja bald schon in die Schule. Ich glaube, bis dahin ändert sich das nicht. Aber wer weiß, was in 10 Jahren ist oder so. Ich wollte gerade sagen, um nochmal denn mal auf deine Tochter einzugehen, du hast gerade so ein bisschen scherzweise gesagt, dass du so ein paar athletische Übungen mit ihr gemacht hast. Ich meine, du bist ja eine Person, die aus dem Fach ist und dir ist ja wahrscheinlich auch bewusst, dass so Bewegungsmangel ja schon echt ein großes Ding ist bei uns in der Gesellschaft. Inwiefern wirkst du da als Vater, der auch erfahrener und guter Trainer ist, so irgendwo dagegen bei deiner Tochter? Na, ich würde sagen, die Kinder spiegeln ja nur im Endeffekt die Eltern wieder. Also wenn ich jetzt hier jeden Tag für sie koche, jeden Tag für sie gesundes Essen sozusagen gestalte, wenn ich mit ihr rausgehe, wenn ich mit ihr zum Sport gehe oder die dahin fahre oder sonst was, sie ist ja theoretisch ja von den Eltern abhängig. Ne? Das ist ja das Ding. Das heißt, alles, was sie, nicht alles, aber die meisten Sachen, die sie macht, kommen ja, sag ich mal, von den Eltern. Und ich muss ja ihr das Essen geben. Das heißt, es liegt in meiner Verantwortung, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und nur weil, sagen wir mal, jetzt ich persönlich Stress habe wegen irgendwelchen Verpflichtungen oder so und ich dann sage, hey, ist mir jetzt egal, die kriegt jetzt einfach ein Brötchen mit Nutella drauf, dann ist es ja, sagen wir mal, meine Schuld, warum sie keine Nährstoffe bekommt. Ne? Und das ist halt so, wo dann jedes Elternteil sich selbst die Frage stellen sollte, mache ich das Richtige oder sollte ich vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, was ich überhaupt da tue? Und wie machst du das bei ihr mit der Bewegung? Also wie kriegst du sie dazu, dass sie sich jetzt, sagen wir, mehr bewegt als jetzt so der Schnitt in ihrem Alter? Na, das Coole ist, die Kinder bewegen sich ja von alleine. Die muss man nur. Das Problem ist ja, eigentlich bewegen die sich genug und wir Eltern zwingen die dann ja, sich hinzusetzen, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Sei mal kurz leise, ich muss jetzt unbedingt was erledigen und guck mal Fernsehen oder so. Das heißt, die Erwachsenen bringen ja das Kind dazu, sich nicht zu bewegen. Das Kind würde sich ja automatisch immer bewegen wollen. Das heißt, wenn ich ja den Fernseher, Beispiel, ich habe, eigentlich besitze ich keinen Fernseher. Das bedeutet ja, wenn sie nach Hause kommt, sie kennt ja keinen Fernseher. Das heißt, sie kann sich nicht hinsetzen und einfach dann Fernsehen gucken, sondern sie muss ja dann gucken, dass sie eine Beschäftigung findet oder ich spiele mit ihr oder wir machen gemeinsam was oder ich gehe mit ihr auf den Spielplatz. Und das kennen ja alle Eltern, wenn man auf den Spielplatz geht. Im Endeffekt geht man selbst auf den Spielplatz, das Kind kommt ja mit. Ja, ja, das ist halt immer so die Sache. Aber ja, also man muss dem Kind was vorleben, sage ich immer so. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du persönlich zu Hause kein TV hast. Wann ist diese Entscheidung gefallen und wieso? Also ich hatte einen Fernseher, aber den habe ich dann so weniger und weniger benutzt. Dann bin ich umgezogen und dann kam es dazu, dass der Fernseher sozusagen nicht mitgekommen ist, sage ich mal so. Und dann habe ich auch einfach gar keinen neuen geholt, weil der fehlt ja nicht. Ich meine, wenn ich Fußball, Basketball, irgendeine Sportart gucken will oder ein bisschen Netflix, wenn sein muss, Laptop reicht ja aus. Also man muss ja nicht unbedingt dieses Gerät kaufen, sag ich mal so. Das stimmt. Allerdings mittlerweile heutzutage ist es eigentlich wirklich schon hinfällig geworden aufgrund der Technik. So. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann hast du gerade noch erwähnt, dass du heute für dich selbst trainiert hast. Was trainiert denn ein Eugen für sich selbst? Da ich gestern war ich im Stadion draußen. Und da habe ich meine Laufeinheiten gemacht und was, ich gestern. Was für eine Laufeinheit? Was sind so deine Laufeinheiten? Also als Beispiel, gestern bin ich gekommen, habe mich erstmal aufgewärmt, so 10 Minuten oder so. Ein paar Mobility-Übungen, ein paar Stabilitätsübungen, also alles Bodyweight. Und dann anschließend habe ich 4 Runden gemacht, eine Runde erstmal entspannt joggen. Und dann wieder ein paar Mobility-Übungen, dann wieder entspannt joggen, Mobility-Übungen, sagen 4 Runden davon. Und dann gehe ich, da ist ein Fußballfeld noch in der Mitte von dieser Laufbahn.
Und dann habe ich gestern gemacht, einmal da, wo der Torwart steht, sozusagen von der Mitte direkt, Slides nach links und dann zurück in die Mitte. Da sind ja dann Fußballvertrag, da sind ja dann 30 Meter hin, 30 Meter zurück. Ungefähr sowas. Und dann einmal rückwärts über das ganze Spielfeld und dann direkt vorwärts wieder das ganze Spielfeld zurück und dann erst die Pause. Ah ja, okay. Ja. Und alles barfuß, also ich mache die Sachen sehr gut. Aha. Ja, ich weiß, du bist auch so ein Barfuß-Freak. Nee, aber das sehe ich halt sehr, sehr gerne, wenn die Leute halt auch barfuß trainieren. Das muss man auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen, ist es eher so ein Aufwärmding oder ist es eher Fußarbeit oder versucht man irgendwie, sagen wir mal, großartig Kräfte zu entwickeln. Barfuß wird dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe es ja gestern nur rein, einfach nur zum, um einen höheren Aktivitätslevel zu besitzen, habe ich gestern diese Einheiten gemacht und deswegen habe ich dann heute im Gym dann nur, ich habe ja ein eigenes Studio, ich kann da jederzeit rein, deswegen habe ich dann nur Oberkörper trainiert und da war so ein klassisches Ding, A1 Latzug, A2 Bankdrücken, Facepull und genau, so wie ich geschickt, Bizeps, Trizeps und ein bisschen was für die Schulterstabilität, sagen wir, Schultergesundheit, sowas. Ist es nicht gestern total kalt gewesen, barfuß? Na, ich bin ja in Berlin. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich war um 10 Uhr da. Wir hatten nur Sonne, also komplett strahlendes Himmel. Und es waren 6 Grad. Zumindest hat mein Wagen halt angezeigt, 6 Grad. Aber als man dann auf der Bahn war, ich fand es schon sehr angenehm. Und wenn du dich halt ein bisschen bewegst, dann freut man sich ja darüber, dass es eher so ein bisschen kühl ist. Aber solange es nicht so, sagen wir mal, hart auf die Lunge geht, so, weil es einfach zu kalt ist, ist finde ich auch nicht schlimm. Also ist ja kein Ding. Okay, ich meine halt tendenziell eher wegen den Füßen. Ja, aber lauf mal 400 Meter barfuß auf der Tatanbahn, so dann, da ist das. Ach, auf der Tatanbahn bist du auch barfuß gelaufen? Naja, natürlich. Na, die vier Runden am Anfang, eine Runde immer, das war barfuß auf der Tatanbahn und dann barfuß auf dem Rasen. Ja, die ganze Einheit ist auf barfuß. Ne? Boah, krass. Okay, ich dachte nachher nur die paar Drills auf dem Rasen. Ach so, nee. Schon die ganze Zeit. Ich habe ja auch gar keine Schuhe gehabt, muss ich auch sagen. Boah, Respekt. Deswegen, deswegen. Ja, aber das ist krass. Ich sage mal so, alle meine Athleten, die im Sommer dann da sind und die Offseason mitmachen, haben wir wöchentlich unser Sprinttraining draußen im Stadion und da ist Standard, das ist immer ohne Schuhe. Nur dann die richtigen Sprints, die machen wir dann mit Schuhen. Also um wirklich Power-Output zu generieren, sage ich mal, so muss man schon Schuhe anziehen. Also brauchst du ja schon ein festes Schuhwerk. Mhm. Aber jetzt, wo ist deine Grenze? Ab wann sagst du, okay, wir ziehen jetzt Schuhe an? Na, wenn wir richtigen Antritt machen, also wo man wirklich, auf den ersten Schritt natürlich geht. Mal barfuß, du rutschst ja weg. Also auf dem Rasen sowieso, brauchen wir gar nicht zu reden, aber auf der Tatanbahn, so dass irgendwann geht es natürlich ein bisschen auf die Füße. Wir sind ja keine Neandertaler mehr. Also unsere Füße sind ja alle soft. Vor allem bei den ganzen Sportlern sind ja die Füße immer Weichgewebe, ne? Deswegen, die kennen es ja gar nicht. Aber umso mehr haben die einen Benefit davon, dass sie halt barfuß trainieren. Okay. Das ist halt eine Sorge, also halt, du hast schon richtig festgestellt, dass ich auch sehr, sehr gerne barfuß trainieren lasse. Ich habe immer nur so eine kleine Sache so irgendwo immer im Hinterkopf, wo ich so immer so ein bisschen Sorge habe und noch keine richtige Antwort gefunden habe. Und zwar ist das in deiner Meinung nach nicht teilweise schon ein bisschen zu belastend oder schon irgendwo ein bisschen gefährlich, würde ich jetzt mal sagen, für die Achillessehne in gewissen Situationen? Oder ist sie dahingehend, oder ist da für dich kein großer Unterschied, ob ich jetzt Schuhe anhabe oder nicht? Rein biomechanisch gesehen, welchen Unterschied macht es, dass du einen Schuh anhast oder nicht anhast für die Achillessehne? Ja, ich würde jetzt halt irgendwie sagen, jetzt bezüglich irgendwie so der Dämpfung oder so. Oder des Winkels, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja so, nur weil es Schuhe gibt, heißt nicht, dass die Schuhe gut sind. Ne? Also, ja, klar. Jeder weiß ja, dass die Jamaikaner, die Sprinter in ihrer Jugend immer barfuß trainieren. Das ist ja normal. Deswegen, also das ist ja. Das ist ja, nee, auf keinen Fall. Also mechanisch gesehen, der Schuh, würde ich sogar sagen, hindert dich daran, sag mal, richtige Bewegung zu machen. Mhm. Aber wir reden ja von spezifischen Sachen. Wenn du Basketball spielst oder so, du musst ja den Fuß auch so, das, sag mal, das Gewebe, die Haut und so, musst ja auch ein bisschen schützen so.
Und Fußball genauso, du hast ja ein anderes Schuhwerk. Jeder Sportart hat ja ein eigenes Schuhwerk. Ne? Das ist ja schon mal wichtig zu verstehen. Du kannst ja nicht mit Fußballschuhen Basketball spielen. Ja, und jeder Hobbyathlet weiß es, der kommt kurz mit seinen Lifestyle-Nikes auf dem Feld und dann will er ein paar Sachen machen und plötzlich klingt er um. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ja? Aber deine Sportart solltest du halt, sagen wir mal, optimal trainieren in diesem Equipment, in dem du dann auch dieses Sportart ausführst. Aber wenn es darum geht, bestimmte Fähigkeiten sich anzutrainieren, bestimmte muskuläre Balancen wiederherzustellen, bestimmte Kraftverhältnisse herzustellen, dann bin ich schon Fan davon, dass man sowas wie auf Barfuß zurückgreift oder ja, verschiedenes Equipment nimmt, Bänder, Ketten, Gewichte, keine Gewichte, instabiler Untergrund, stabiler Untergrund. Das hat ja alles seine Berechtigung. Die Frage ist nur, wann verwendest du was? Aber um die Sportart am Ende des Tages zu können, musst du die dann, finde ich, auch, keine Ahnung, wenn du Fußball spielen willst, dann spiel Fußball. Und zwar in dem Equipment, in dem du es auch tun würdest. Wenn du boxen willst, dann box. In dem Equipment, in dem du es machen würdest. Ja, deswegen bin ich kein Fan davon, wenn jetzt Leute sagen, hier, keine Ahnung, machen wir jetzt einen Boxer als Beispiel, wir sind Boxer, dann machen die sich Gewichtsmanschetten an die Ellbogen ran oder so, also an die Handgelenke ran oder an die Füße. Und dann sind die der Meinung, dass es die besser macht in deren Sportart. So. Das ist ja Quatsch, so, weißt du? Das heißt, genau wie jetzt, wenn du beim Basketball dir Gewichte an die Füße hängst, damit du danach höher springst. Ja, das ist dieses fehlende Wissen der Leute und dieses Entertainment heutzutage auf Instagram. Ja, oder ja, beim also, Sprinten mit so einem Fallschirm und wenn ich den nicht mehr benutze. Ja, da gibt es genug Bullshit. Genau, aber wenn man ehrlich ist, es ist alles besser, als dass du gar nichts machst. Ne? Und dahinter verstecken sich alle Leute. Ja, hey, ich war trainieren und habe, keine Ahnung, diese Gewichte dran gehangen. Ja, schön. Hättest du es ohne gemacht, mit richtigem Training, hättest du den größten Benefit davon. Aber so hast du dich ein bisschen beschäftigt. Aber klar, es ist immer noch besser, als wenn du dann zu Hause sitzt und gar nichts machst. Natürlich. Aber diese Einstellung habe ich ja nicht. Und diese Einstellung führen wir bei mir im Studio auch sowieso nicht durch. Also. Das ist gut. Das will ich nie hören. Ja. dann würde mich jetzt mal persönlich noch interessieren, du oder wie ist der kleine Eugen damals überhaupt zum Sport gekommen? Ich habe noch nie was anderes gemacht. ist das so, dass du denken kannst, so machst du Sport und du weißt auch gar nicht. Jetzt ja, genau, das ist vielleicht auch ein bisschen Unterschied zwischen mir und vielen Coaches, die ich so kenne. Viele sind Quereinsteiger oder viele sind aus Hobby ein bisschen dahin gekommen oder viele sind dann aus ja, im Personal Training, aus Beruf, aus sagen wir mal, finanziellen Gründen dazugekommen. Aber bei mir war ja so, ich habe ja noch nie was anderes gemacht. Okay. Das heißt, ich habe von Anfang an immer nur Sport gemacht. Ich habe die Schule vernachlässigt wegen Sport. Ich habe Freunde vernachlässigt wegen Sport. Ich habe Freunde gewonnen wegen Sport. Ich habe dann die Schule nachgeholt wegen Sport. Also es ist ja irgendwie alles miteinander connected und dann hat das eine so zu dem anderen geführt eigentlich. Das Ding ist, als ich damit angefangen habe, ist ja schon über 10 Jahre her, 2008, damals war ja so Trainer-Dasein ist so, wenn du im Fitnessbereich bist, bist du dieser Kurstrainer, dieser Hampelmann, der da im Kursraum irgendwie so ein bisschen rumhüpft. Und wenn du Athletiktrainer bist, dann bist du immer irgendein 50-Jähriger, der ein Sportstudium vor 30 Jahren gemacht hat. Und über Kontakte dann in den Verein reinrutscht oder so. Und heutzutage ist ja ein bisschen anders. Es ist ja, sag mal, ein sehr angesehener und mittlerweile gefühlt irgendwie so ein stylischer Beruf. Jeder versucht irgendwie Coach zu sein. Und ist ja auch das Problem am Ende, ne? Es ist ja nicht geschützt. Jeder ist Personal Trainer. Ja, jeder kann sich Personal Trainer nennen, unabhängig davon, was man macht. So. Und das ist vielleicht das Problem in der Branche, ne? Voll habe ich mich noch letztens mit einem Trainerkollegen darüber unterhalten. Da war ich halt erstmal so der Ansicht, okay, wir beide merken, der Markt wird jetzt mehr und mehr überschwemmt von noch mehr so Performance und Athletik und Personal Trainern. Da habe ich halt gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist doch voll, ist erstmal voll, es ist voll in Ordnung und voll gut, weil dann durch diese Leute immer noch mehr andere Kunden und Leute darauf aufmerksam werden, dass es quasi solche Trainer gibt. Aber er meinte dann,
Und weil ich dann halt meinte, am Ende wird die Qualität eh durchsitzen. Wenn jemand ein gutes Training haben möchte, dann findet er das auch so. Und wenn sich jemand halt nur für Scheißtraining interessiert, dann wird er auch niemals den Weg jetzt beispielsweise zu uns finden. So. Und er meinte dann, ja, okay, kann man so nehmen den Punkt, aber diese ganz vielen, Anführungszeichen, jetzt schlechten Trainer, die jetzt dann auf den Markt kommen, machen den Markt halt auch irgendwo auf einer Seite halt kaputt, indem sie halt Scheiße machen. Und dann ist dann heißt, okay, das, was diese Trainer da machen, kann nicht gut sein. Dann hast du einen Trainer, der dann, keine Ahnung, dann so 10 weitere irgendwie so mit runterzieht mit irgendeiner Kackaktion oder so. Ja, natürlich, natürlich. Also im Endeffekt sollte ja jeder Coach oder die ganze Sportbranche sollte ja versuchen, möglichst viele Leute irgendwie anzusprechen. Und du siehst ja immer noch, wir haben ja in Deutschland weit über 50% übergewichtige Personen. Das heißt, egal wie viele Coaches auf dem Markt sind, anscheinend sind es immer noch zu wenige. Und ich sage immer, ja, ich sag immer, beim Training ist immer so, es gibt kein schlechtes Training. Also schlechtes Training ist, wenn du gar nichts machst. Mhm. Das wird schlecht. Und dann gibt es halt, Hauptsache bewegt sich erstmal irgendwie und somit sage ich auch immer, ich habe keine Konkurrenz, also soll jeder ein eigenes Fitnessstudio aufmachen, soll jeder Trainer sein, so, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was wir im Gym umsetzen, ich weiß, was meine Coaches können, ich weiß, dass wir gut sind, ja, und ich weiß, dass, wie du schon gesagt hast, wenn jemand sich ambitioniert für bestimmte Dinge interessiert, dann sucht er danach und dann wird er, sagen wir mal, auf uns auch treffen. Und alle anderen Leute sollen sich hauptsächlich, hey, macht wenigstens irgendwas, ja, aber kommt dann bloß nicht an und erzählt, dass die und die Übung schlecht ist, weil ich habe die gemacht und dadurch ist es schlechter geworden, weil aus Erfahrung kann ich sagen, 90% der Leute haben keine vernünftige Bewegungsausführung, sondern 90% der Leute bewegen einfach nur Gewichte, ohne, sei mal sagen, die Gelenke zu bewegen. Verstehst du? Das vor allem im Gym ist ja das Ding so, Hauptsache dieses Gewicht von A nach B bewegen, egal wie. Und der eine erzählt, du musst es so machen, du musst es so machen. Es gibt eine Anatomie, also sozusagen eine Anatomie, sage ich mal so. Also jeder ist ja anatomisch gleich. Ja, natürlich, die Hebelverhältnisse sind vielleicht anders, aber man hat halt zwei Knie, man hat zwei Ellbogen und du kannst ja sagen und machen, was du willst, du kannst ja nicht ändern. Und somit gibt es halt bestimmte Übungen, die einfach es gibt. Und alle anderen Übungen sind keine Übungen, sondern sind nur irgendwelche Bewegungen. Bewegungen. Richtig, ja. Aber natürlich, es ist immer noch besser, als du sitzt. Ja, deswegen beweg dich. Und deswegen sage ich immer, hey, macht alle euer Ding. Animiert die Leute, sich zu bewegen. Aber wenn die Menschen dann im Endeffekt was Spezifisches haben wollen, dann gibt es auch genug, sagen wir mal, sehr qualifizierte Trainer. Und die solltet ihr dann aufsuchen und bei diesen qualifizierten Trainern auch mal, sag ich mal, eine kleine Diskussion anfangen. Ne? Ich sehe auch ganz oft, die Leute hinterfragen ja gar nicht, was ich sage. Das heißt, die glauben mir einfach nur aufs Wort, nur weil, keine Ahnung, ich ein Gym habe oder so. Mhm. Ja, ich sag dir auch, du kannst ja ruhig mal hinterfragen, was ich dir erkläre. Ich kann es ja auch danach auch begründen, was ich sage. Und dasselbe solltet ihr auch dann tun an alle Leute, die mit irgendwelchen Trainern trainieren. Hinterfragt mal ein bisschen das, was die machen. Und macht es überhaupt Sinn, was der Coach da erklärt? Ja, also nur so als Beispiel, jeder, der im Büro sitzt, ist, keine Ahnung, 10, 12 Stunden im Sitzen. Dann geht er ins Fitnessstudio und kriegt einen Plan, in dem er jede Übung im Sitzen macht. Und da denke ich mir auch so, mal ein bisschen gesunder Menschenverstand sagt, ey, das kann doch nicht so ganz richtig sein. Alter. Du brauchst zu deiner eigenen Tätigkeit einen Ausgleich. So, also. Ja? Aber wenigstens gehst du ins Fitnessstudio und sitzt im Sitzen und drückst irgendwas von dir weg, als dass du auf der Couch sitzt und irgendwas zu dir ranziehst. Verstehst du? Ja. Das ist immer noch besser, ja. Also den Ansatz, ich glaube, den habe ich jetzt verstanden, den mag ich halt auch, dass du halt sagst, okay, lieber schlecht als gar nicht. So ja, wirklich. Ja. Und dann natürlich immer dieses lieber schlecht als gar nicht. Also wenn du schon schlecht trainierst, dann wenigstens ohne Gewichte bitte. Das ist so das okay. Ding. Also nutz keine externen Widerstände. Aber ich, so Beispiel gestern war ich ja im Stadion. Da waren eine Menge Leute da, viele Leute überall und viele bewegen sich. Und wenn man so ein bisschen die Bewegungsqualität mal sich mal anschaut, das ist schon wirklich Horror so. Ja, aber da war halt wie gesagt ein paar Personen wirklich einige Kilos zu viel drauf.
Und eigentlich ist es kein Joggen, sondern vor sich hinfallen, ne, wenn man ehrlich ist. Ja, so ein, aber, so ein Schritt von anderen stemmen. Yeah. Ja, aber hey, die Frau sitzt aber, oder der Mann, das war ja alles, die sitzen ja wenigstens nicht zu Hause und machen gar nichts. Die sind wenigstens draußen, sind in der Natur, atmen mal frische Luft ein, sehen mal ein bisschen Sonne. Das sind ja alle Benefits, über die man ja nicht nachdenkt, also sagen wir diese äußerlichen Gegebenheiten. Mhm. Ja, mal ein bisschen rausgehen, mal ein bisschen was Grünes sehen, vor allem hier in Berlin natürlich. Ja. Wir haben natürlich eine grüne Stadt, aber geht mal ein bisschen aus den vier Wänden raus. Und deswegen, ich bin auch nicht so der große Fan von so Homeworkouts oder so, weil du bist ganz Tag zu Hause, dann musst du auch noch zu Hause trainieren. Geh lieber raus, mach lieber einen Spaziergang. Mach mal lieber dein Handy mal eine Stunde aus und mach einen Spaziergang. Und du hast davon mehr, als wenn du zu Hause dich da abquälst mit ein paar Sit-Ups oder keine Ahnung, ein paar Ausfallschritte, wo du keinen Ausfallschritt machst, sondern nur dein Gesicht nach vorne beugst oder so welche Geschichten. Ja. Ach scheiße, dass du das jetzt gesagt hast. Weil ich habe halt verschiedene Kategorien jetzt bei mir hier in diesem Livestream und eine davon heißt Top 3. Und meine Frage, die ich heute für dich vorbereitet habe, wäre gewesen, was sind deine Top 3 Homeworkout-Übungen? Nee, aber lass uns das. Aber hey, es ist besser, als dass du gar kein Homeworkout machst. Ja? Also lass uns das einfach in Bodyweight-Übungen einfach ummünzen, okay? Die man auch draußen machen kann. So. Ja, wir können ja auch zu Hause machen, aber ich sag mal so, also wenn es jetzt. Es gibt keine Top 3. Also du musst aber ja nee, deine persönliche, so, wo du jetzt, so die du für dich. Wenn du jetzt weißt, okay, ich kann jetzt nicht raus, dass du jemand eben schnell für dich selbst machst. Ausfallschritte? Mhm. In welcher Form? Einfach ganz simpel? Na, so sage ich mal, also jetzt für mich persönlich? Ja. Also ich persönlich würde keine Ausfallschritte machen, weil es einfach keinen Sinn macht. Also es stellt ja für mich keine Belastung dar. Da passiert ja nichts. Also wenn ich Ausfallschritte mache, passiert einfach gar nichts. Deswegen mache ich auch einfach keine Ausfallschritte. Mhm. Also wenn ich welche mache, dann mache ich die dann mit Zusatzgewicht, weil dieses Zusatzgewicht bringt mich ja in eine Situation, in der ich davor nicht war. Wenn ich einfach mit meinem Körpergewicht etwas mache, da passiert halt nicht viel. Aber für alle Menschen im Endeffekt, Ausfallschritte sind sehr, sehr gut, weil du ja deine Hüfte mal ein bisschen öffnest. Ja, du machst sozusagen eine hüftöffnende Bewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du natürlich auch Ausfallschritte. Aber ich würde immer Ausfallschritte bevorzugen. Das ist so, wenn man sich auf drei festlegen muss und hat mal keine Wahl, würde ich immer sagen, Ausfallschritte. Dann würde ich sagen, ich weiß ehrlich gesagt, wie die Übung heißt, aber du bist so im Vierfüßlerstand und streckst den rechten Arm nach vorne aus und linkes Bein nach hinten. Ja, und dann führst du den Ellbogen unter dir zusammen. Ja. Ja, das ist so eine der Top-Bodyweight-Übungen für ein bisschen Wirbelsäule. Arbeit, deinen Rücken, so ein bisschen Bewegung reinkriegen sozusagen. Das würde ich bevorzugen. Und Seilspringen. Auch wenn man keinen hat, würde ich dann sozusagen so tun, als hätte ich einen Seil. Ja, genau, das sind quasi auch simulieren von der Bewegung her, weil du da genau, quasi so hast du ja. Ja. Mit Seil natürlich besser, weil du dann auch dann sofort beispielsweise in den Armen und in der Brust dann auch sofort merkst, dass du zeitgleich was tust. Zusätzlich dann halt zu den reaktiven Sprüngen untenrum und ja, ist eine geile Übung auf jeden Fall. Ja, ja, hier schreibt gerade jemand Fit am Kudamm. Ja. Hier Fit am Bird Dog heißt die Übung, richtig. Genau. Danke. ja, genau, auf jeden Fall. Genau, aber ich würde eher das Seilspringen bevorzugen, weil du deinen Puls natürlich hochschraubst, ja, und du arbeitest mal ein bisschen auch an deiner Fußfaszie, an deiner ganzen hinteren Faszie. Und das stellt ein bisschen mehr Normalität dar für den menschlichen Körper, als jetzt irgendwie Kniebeugen machen oder sonst irgendwas. Das heißt, diesen leichten Bounce-Effekt mitnehmen und genau die drei. Also Ausfallschritte, Bird Dog und dann Seilspringen. Einfach hintereinander weg, jeweils eine Minute jede Übung. Macht mal 10 Runden davon. Das ist ein Top-Home-Workout für jeden. Ja. Es sei denn, man hat irgendwelche Einschränkungen. Ja, mega. Ey, Seilspringen habe ich auch super oft einfach von meinen eigentlichen Training einfach so als Warmmachen gemacht und dann so teilweise irgend so ein paar Spiele wie ich habe bis 200 Sprünge gezählt, aber immer in 10er Schritten, quasi so in 10er Schritten. Und wenn ich jetzt bei 19 verkackt habe, muss ich bei 10 von wieder anfangen. Ja. Sowas halt. Ja. Ja, ja, sich immer so eine Challenge geben, so sagen wir mal, lenkt man sich ein bisschen ab und so hat man immer so, sagen wir mal, einen Grund mehr etwas zu machen. Natürlich.
Richtig, ja. Ja, sehr, sehr gut. Okay, dann gehe ich mal zurück zu meiner Frage, die ich davor hatte. Und zwar, ich habe dich gefragt, wann du mit dem Sport angefangen hast. Du hast gesagt, ey, keine Ahnung, ich habe schon immer Sport gemacht. Kannst du dich denn aber daran erinnern, was der erste Sport war, den du getan hast oder gemacht hast? So im Verein mäßig oder so? Ja, Russland? Schon ein bisschen genau leistungsbezogen. Okay, also sagen. Nummer eins, ich komme halt aus Russland und ich bin dort aufgewachsen. Ich bin erst mit 10 nach Deutschland gekommen. Und das heißt, als russischer Jugendlicher in den 90er Jahren... Eishockey? Nee, nee, man lebt einfach auf der Straße. Das heißt, man ist nur mit Fahrrad unterwegs, man ist irgendwo klettern, man ist immer körperlich aktiv. Das heißt, man wächst sozusagen nur unter Bewegung auf. Und das Erste, wozu ich dann gekommen bin, ich weiß gar nicht warum, aber mein Vater, glaube ich, oder meine Eltern, die haben mich zum Judo gebracht. Ach krass, okay. Ja, und dann habe ich nur 2 Wochen Judo gemacht oder so. Und dann sind wir schon nach Deutschland rübergezogen. Das war, ich war da 10 Jahre alt. Aber bis ich 10 Jahre alt war, habe ich nur im Endeffekt mit den Jungs auf dem Spielplatz, im Wald, auf der Straße, überall haben wir nur Action gemacht. Aber in Russland, zumindest damals, als ich da war, Fußball, Basketball, sowas existiert nicht. Das ist keine Sportart. Das heißt, entweder machst du irgendwas mit Boxen, Kampfsport, so 1-1-Dinger. Eishockey, ich komme ja aus dem warmen Teil von Russland, ich komme ja vom Schwarzen Meer. Ah ja, okay. Wir haben kein Eis da. Ja. Das heißt, nicht in ganz Russland ist immer kalt. Ja. Also, okay, nee. So, in Sochi kann man richtig gut im Sommer Urlaub machen. Das ist ja mein Hut. Ich komme ja aus der Gegend. Und da im Endeffekt habe ich mit Judo und dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann war selbes Programm. Ich habe nur mit den Jungs draußen Fußball gespielt eigentlich. Nur Fußball, Fußball, Fußball und abends bin ich zum Basketballtraining gegangen. Ach nice, okay. Ja. Der einzige Grund, warum ich nicht mit Fußball angefangen habe im Verein, war das Wetter. Ich hatte keinen Bock, wenn es regnet, zum Training zu gehen. Das war der einzige Grund. Und sonst habe ich nur Fußball gespielt. Ja. Okay, sehr, 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 sehr zweckgebunden auf jeden Fall. Okay, dann hast du Basketball gespielt. Spielst du es immer noch irgendwie oder bis wann hast du es so vereinsmäßig gemacht? Also so richtig im Verein habe ich, bis ich 20 war, gemacht, glaube ich. Mhm. Dann bin ich nach Berlin gekommen und dann habe ich hier auch im Verein gespielt. Aber wo warst du denn vorher in Deutschland? Achso, Göttingen. Ah, okay. Ich komme eigentlich aus Göttingen. Ja, Göttingen ist ja auch bekannt. Ja, es ist eine Basketballstadt. Genau, Basketball. Na klar, wir haben eine Erstligamannschaft. Ja, Entschuldigung. Ja, deswegen. Hat Essen eine Erstligamannschaft nur so nebenbei? Im Handball. Ja. Aha. Aber ich wohne ja selbst in Krefeld und komme aus Neuss, aber das. Ja, in NRW ist es so, ich habe immer das Gefühl, die Leute sind überall immer. Ja. Also man kann sich überall etwas rauspicken. So. Ja, so bin ich dann halt, genau, so dann zum Basketball gekommen und dann bin ich nach Berlin gekommen, habe hier weitergespielt, aber nur noch so amateurhaft bis zur zweiten Regionalliga waren wir, glaube ich, noch. Und genau. Also bist und du nach Berlin gegangen? Eigentlich einfach so, weil ich wollte was Neues machen. Ich wusste nicht so genau, was ich in Göttingen machen soll. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, einfach so. Und dann habe ich hier so ein paar Jobs gemacht und dann meine Ausbildung und so weiter. Also ich hatte nicht einen Grund, sondern ich bin eigentlich ohne Grund hergekommen. Ah ja, okay. Yeah, okay. Und dann hat sich dann mit der Zeit einfach daraus ergeben. Genau, und alles, dann hat sich das, was ich auch gesagt habe, alles hat sich eigentlich aus Sport ergeben. Ja, ich bin dann zum Basketballtraining gegangen, habe da Leute kennengelernt, über die Leute habe ich andere Leute kennengelernt. So ging es die ganze Zeit. Also so eigentlich alles basiert auf Sport, mag ich bei mir. Und wie kam es denn dazu, Ad League zu gründen? Ich habe dann schon jahrelang als Trainer gearbeitet, hat auch gut was zu tun, aber mich hat es immer genervt. Man hat so ein Fitnessstudio und man hat nicht so eine Philosophie. Also wenn es, sage ich mal, so um Gesundheit geht oder um den Körper geht, müsste es ja schon, sage ich mal, sozusagen ein bisschen mehr eine Richtung vorgegeben werden. Ja, es ist ja, sage ich mal, wie im Sport oder so, wenn man Fußball mag oder so, kann man ja nicht mit dieser Basketball-Philosophie da rangehen. Das funktioniert ja nicht.
Ja, am Ende des Tages sind es ja beide zwei Sportarten, wo man sich bewegt und etwas sozusagen dann macht. Im Fitnessstudio ist es ja eigentlich, also ich sage ja mal, strukturiertes Krafttraining, also das, was man im Fitnessstudio machen sollte. Das ist ja die Basis für alles, was man macht. Das ist ja keine besondere Sache wie Fußball, Basketball, Boxen. Ja, das sind ja besondere Dinge. Aber Krafttraining, strukturiertes Krafttraining ist ja keine besondere Sache. Das sind die Basics von deinem Körper. Das heißt, du trainierst einfach nur bestimmte Bewegungsabläufe oder bestimmte Bewegungen der Gelenke, bestimmte Muskelgruppen trainierst du dann spezifisch. Das heißt, du kannst sagen, ich trainiere nur das, heute trainiere ich davon mehr, da bin ich sehr gut, also trainiere ich den Schwachpunkt. Das kannst du ja machen. In den Sportarten, in jeglicher Form, kannst du es ja nicht machen. Also du trainierst ja immer die volle Sportart. Mhm. Ja, natürlich kannst du sagen, ich möchte jetzt technisch gesehen, möchte ich meinen Schuss verbessern, klar. Aber so aus der Sicht eines Trainers sozusagen wie mich oder so, ich kann seine technische Fähigkeit des Schusses ja nicht verbessern, weil ich bin ja kein Fußballtrainer. Aber ich kann ja seine Beispiel Maximalkraft verbessern. Und wenn er das kombiniert mit seiner technischen Fähigkeit des Schusses, kann er ja besser schießen. Klar. Das heißt, ich bin sozusagen auf der anderen Seite. Und das sollten ja die Leute dann für sich auch machen, wenn die ins Fitnessstudio gehen. Hey, ich sitze 10-12 Stunden am Tag, dann sollte ich eher nicht an meiner Hüftbeugung arbeiten, die ich im Sitzen habe, sondern eher an meiner Hüftstreckung arbeiten, die ich dann im Fitnessstudio machen könnte. Und das ist eigentlich ja der Sinn eines Fitnessstudios, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich dann gesagt, hey, das geht gar nicht. Also man kommt ins Fitnessstudio und der eine ist der Meinung, man macht Bankdrücken so, der andere ist der Meinung, die Kniebeuge funktioniert so. Diese Übung ist gut für dich, diese Übung ist nicht so gut für dich, wo ich mich dann auch frage, okay, aus welchem Grund? Und da habe ich gesagt, okay, ich muss hier raus, ich muss so einen kleinen Ort kreieren, wo man wenigstens so einen roten Faden hat. Und dann entscheidet sich, wenn jemand, keine Ahnung, kein Krafttraining mag, dann sage ich auch, ist ja in Ordnung. Verstehe aber, dass es die Basis von deinem Körper ist. Das heißt, mach wenigstens ein-, zweimal die Woche, strukturiert so ein paar Sachen und dann mach das, was dir Spaß macht. Ja, von mir aus Joggen, Fahrradfahren, Kampfsport mögen ganz viele. Ganz viele Leute wissen nicht, dass sie Kampfsport mögen. Das finde ich immer witzig. Ach, krass. Ja, weil wenn die es dann gemacht haben, sagen die dann, boah, das ist ja voll cool, eigentlich könnte ich das machen. Und ja, yeah. Also ich bin ja auch riesen Kampfsport-Fan. Mhm. Ich bin Nummer 1 Basketball, Nummer 2 Fußball und Nummer 3 Kampfsport. Naja, okay. Yeah. Aber so aus Erfahrung kann ich einfach sagen, Kampfsport für jeden, sage ich mal, auch normale Person, ist eine sehr, sehr gute Sache. Weil es ganzheitlich ist, ne? Ja, du hast einen hohen Aktivitätslevel und du musst lernen, auch so mit deinem Körper umzugehen, mit deinen Emotionen umzugehen, mit deinen Kräften umzugehen, also mit vielen, vielen Faktoren. Mhm. Ja, und ich sag mal immer so, im Teamsportarten kannst du die Verantwortung einfach auf die anderen übergeben. Ja. In der Kampfsportart kannst du nicht, weil wenn du eins auf die Nase kriegst, dann bist du schuld, so ganz einfach. Das stimmt, ja. Ja, das ist deswegen, je mehr Mitspieler du hast, desto mehr versteckst du dich hinter sozusagen den Fähigkeiten deiner Mitspieler und desto mehr fällt. Das heißt, man kompensiert eine Menge in diesen Sportarten. Safe auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich erst mit 25 mit Mannschaftssport angefangen. Davor war ich immer nur Einzelsportler. So. Und auch aus den Gründen, die du genannt hast, weil so, wenn ich erstens Erfolg haben wollte, wollte ich den halt für mich haben. So. Yeah. Und zweitens, so, wenn es mal scheiße lief, so, dann sollte es wegen mir scheiße laufen, nicht weil irgendwer anderes Mist gebaut hat, so, weißt du? Ja, genau, das ist eine Einzelsportart. Und ich persönlich mag das halt nicht. Das heißt, ich will mich nicht hinter meinen Mitspielern verstecken oder so, aber ich brauche jemanden zum Spielen. Das heißt, ich mag eher Sportarten, wo man jemandem etwas gibt, dann kriegt man was zurück. Das heißt, ich mag eher sowas. Und im Kampfsport mag ich halt trotzdem dann so ein bisschen dieses Unterbewusste wahrscheinlich, hey, wenn es nicht klappt, dieses Geben und Nehmen, dann mache ich es schon selber. Und deswegen, wahrscheinlich mag ich deswegen halt diese Kampfsportarten so. Aber ich würde jetzt nicht das in dem Ausmaß, sag ich mal, machen wie Basketball oder Fußball. Mhm. Nee, ja. Also halt bei mir war es auch so, ich habe auch quasi aus zwei Gründen mit Fußball angefangen. Halt einmal, als ich dann zu Gladbach kam und mir dachte, okay, ey, so, du hast in deinem Leben noch nie Fußball gespielt. Um deine Arbeit noch besser zu verstehen und diesen Sport noch besser zu verstehen, fängst du jetzt einfach mal an, hier Fußball zu spielen
Und ich muss ehrlicherweise sagen, nur aus dem Reihen den Sport selbst zu machen, hab ich nochmal so viele neue Kenntnisse, nur einfach so außerhalb von Büchern und sonst irgendwas mir dazu geholt, was auf jeden Fall schon mal hilft. Und der zweite Punkt war einfach, ich hasse es, irgendwie Ausdauersport zu machen oder laufen zu gehen oder sowas. Ich kann das nicht. So. Na, du kannst es schon, du siehst nur sozusagen den Mehrwert für dich nicht. Das heißt, du verstehst nicht, warum soll ich jetzt einfach nur 3 Stunden lang laufen? Ich habe einfach keine Lust drauf. Also original, ich war in meinem Leben noch nie länger als 5 Kilometer am Stück laufen. Wirklich. So. Also wenn ich nichts müsste, würde ich auch nicht machen. Also, ich mache es ja auch nicht. Also ich verstehe den Sinn darin auch nicht. Für mich persönlich. Gesundheitlich gesehen gibt es ein paar Vorteile, aber in der Summe so ist dieses Ausdauersportart, wo du so monoton etwas machst, was eigentlich nur Halbmarathon und Marathon darstellt, ist es eigentlich sinnlos. Das heißt, alle Leute versuchen ja Ausdauer zu trainieren, dabei brauchen die gar keine Ausdauer, sondern die brauchen Kondition. Das verstehen die nicht. Richtig, das heißt, die versuchen dann joggen zu gehen, die laufen 5 Kilometer, sind dann fix und fertig und sind dann der Meinung, dass es voll gut für die war. Dabei wäre es vielleicht besser gewesen, einfach 20 Läufe a 100 Meter zu machen und mit einer Minute Pause dazwischen. Weil das viel alltagsnäher ist für die meisten. Richtig. Und weil die meisten im Endeffekt immer den einfachsten Weg gehen wollen. Aber das ist da, wo ich dann auch sage, hey, aber wenigstens bist du irgendwie gelaufen. Weißt du? Dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt. Ja. Genau. Aber genau, das ist dann so, wenn du dann aber wirklich was Richtiges machen willst, ja, such dir Leute, die verstehen, was die da tun und hör auch auf den Rat. Das ist ja auch noch ein anderes Ding. Das heißt, man kann auch den Leuten etwas erklären, dann sagen die, ja, okay, drehen sich um, machen sofort irgendwas anderes. Ja, also. Ja, zu 100%. Bevor ich jetzt hier weitermache, komme ich mal zu meiner nächsten Kategorie. Und zwar sind das die 5 Fire Questions. Also 5 schnelle Fragen, die du so schnell es geht beantworten musst, okay? Boah, los geht's. Okay. Erste Frage. Sofort aufstehen oder Snooze-Funktion drücken? Sofort aufstehen. Sehr schön. Okay. Bist du vergesslich? Nein. Okay. welches Lebensmittel mochtest du früher als kleines Kind gar nicht, aber jetzt magst du es richtig? Champignons. Oh. Vielleicht komme ich da auch. Also ich bin noch im Stadium von. Boah, nee, wenn ich die so. Boah, das ist gar nee, nicht. Nee, nee, nee. Du musst die frisch einfach kaufen. Einfach nur so diese Stücke schneiden. Ja. Dann leicht anbraten in Butter. Und dann musst du ein bisschen Salz und Kurkuma drauf machen. Okay. Schmeckt übertrieben. Okay. Ja, vielleicht gibt es das. Ich schicke dir ein Foto, wenn es das bei mir das nächste Mal gibt. Okay. Muss mich verlinken. Ich habe keine zu Hause. Ja. Ich mache für Samstag früh, dann verlinke ich dich. Okay. 4. Frage. Döner oder Dürüm? Dürüm. Aber ich muss sagen, in Berlin gibt es ein paar Läden, wenn ich da esse, dann muss man da Döner essen, weil der Dürüm schmeckt nicht. Aber okay. in der Regel immer Dürüm, weil ich habe keinen Bock, dass es auseinanderfällt. Ja, aber ich finde halt auch irgendwie macht das auch mehr Spaß, so ein Dürüm zu essen. Ich finde, da ist auch irgendwie mehr drin, irgendwie. Ist es ja. Ja, ne? Deswegen kostet es ja aber auch ein bisschen mehr. Nee, aber ja, Dürüm. Ich habe in Berlin ein Lieblingsdönerladen, der ist in der Nähe vom Flughafen Tegel irgendwie. Und da ist der Dürüm ungelogen, das ist so ein Berlin-Ding, der geht von hier bis da ungefähr. Warte, du meinst Tempelhof, dieser alte Flughafen. Nicht Tempelhof, Tegel, schon Tegel, Kurt-Schumacher-Platz. Ja, aber da sind nur schlechte. Ich kenne mich in Essen in Berlin aus. Da gibt es nur Schrott. Aber es gibt einen Laden, ich weiß nicht, wo soll ich jetzt Namen nennen, so, aber die machen so einen Dürüm, der ist sowieso unterarmlang. Ja, ja. Ja, Bali. Ja. Das ist der Bali-Dürüm. Okay, dann komme ich jetzt aber zu der schmeckt schlecht. Ist das so? Ja, es ist einfach nur. Aber für euch NRW-Leute schmeckt ja alles gut. Überleg gerade. Oh. Ja, aber Bertha, jetzt guck mal, wenn wir jetzt immer im Thema Döner sind und Berlin. Verstehst du den Hype um Mustafas Gemüsekebab? Verstehst du den Hype? Also es gibt in Berlin noch 2 andere Läden,
Die schmecken genauso, wenn nicht besser. Und da ist keine Schlange. Sagen wir es mal so, ne? Also ich hab einen Kumpel besucht, der lebt in Berlin und er meinte halt auch so, ja, es gibt auch einen Laden, der ist von einem ehemaligen Gründer vom Mustafa Gemüsekebab irgendwo im Zentrum ist das gewesen. Und ich glaube, Hackischer Markt oder sowas, die Ecke. Und da sind wir da hingegangen und das hat mich halt gar nicht abgeholt. Irgendwie. Ja, beim Essen ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ja, das zugeben. Aber so beim Döner, wenn du so eine Riesenauswahl hast wie hier, so, dann gibt es schon eigentlich klare Regeln. Also, da wird im Chat wird das schon gefrontet. Man kennt ja den Döner mit Cocktailsoße. Ja, sowas zum Beispiel. Oder genau. Worst case, er macht noch Mayo und Ketchup drauf. Dann ja, okay, weiter. Das ist verboten. Also das geht wirklich nicht. Adana mit Braten. Oh, shit. Okay, aber hier, von Katar. Jungs, die NRW-Leute müssen zum Laden von Katar gehen. Die feiern den Typen immer. Okay, also ich merke, das war so ein Thema, das war so eine Art Nienfeld, so ungefähr, auf das ich jetzt hier getroffen bin. Aber egal. Ja, es ist ein Lifestyle-Thema. Back to business, let's go. Wollte gerade sagen. Okay, letzte Frage von den fünf schnellen Fragen. Bügelst du? Nein. Okay. Ey, ich ungelogen, seitdem ich ausgezogen bin, ich habe ein Bügeleisen, ein Bügelbrett. Das Bügelbrett ist noch in seiner Folie drin. Ich muss sagen, es stand jetzt, habe ich nicht mal ein Bügeleisen. Ja. sehr, sehr nice. Okay, so, dann würde ich jetzt gerne mal wissen, was verstehst du unter einer professionellen Betreuung? Wenn der Coach oder die Person individuell eine Analyse mit der Person, mit der jeweiligen gegenüberstehenden Person macht und rausfindet, wo steht die Person gerade jetzt und wo soll diese Person hin und was hindert sie daran? Und dann diese Prozesse, die sie daran hindert, optimieren. Okay. Macht ihr das eigentlich? Okay, vermutlich nicht. Aber wie kommt das, dass ihr jetzt auch auf eurer Seite so ganz oft so Körperbeispiele zeigt? Mit, okay, es hat so angefangen und nach 4 Wochen sieht es so aus. Ist es so, dass wenn ihr einen Kunden jetzt professionell betreut und intensiv betreut, dass sowas quasi immer passiert? Oder kommt das darauf an, wie ihr ihn betreut? Nee. Also jeder Kunde, der zu uns kommt, mit dem machen wir das, was ich gerade erklärt habe. Wir machen eine vernünftige Ist-Analyse und erstellen dann, sage ich mal so, ein Konzept, wie er dann an sein Ziel kommt und dann diese notwendigen Prozesse sozusagen coachen wir dann. Mhm. Und dann wollen wir immer der Person auch zeigen, rein optisch, das heißt mit einem Bild, dass es halt sich verbessert oder es eine Progression gibt, sondern mathematisch. Wir machen so eine Hautfaltenmessung, du kannst dann sehen, wie viel Körperfett man hat und diese ganzen mit Sachen. Mit einem Kaliper oder? Ja, wir machen aber diese 13 Stellen Hautfaltenmessung nach Wolfgang Unser. Ist viel genauer. Genau, also ist ja logisch, je mehr Körperfettstellen gemessen werden, desto sozusagen genauer ist der Körperfettanteil. Mhm. Aber beim Körperfettanteil oder dieser Messung geht es eher in erster Linie um hormonelle Balancen. Das heißt, unser Körper funktioniert ja basiert auf verschiedenen Hormonen. Und wenn diese Hormone ein bisschen nicht, sagen wir mal, im Takt sind oder außer Balance sind, dann funktionieren wir nicht so, wie wir es wollen oder sollten, vielleicht besser gesagt. Okay, also jetzt gar nicht so, um an Zahlen nochmal zu belegen, wie viel Körperfett jetzt verloren wurde. Na, das zeigen wir der Person auf, aber ihr schließt da halt noch mehr draus im Vorhinein, um damit zu arbeiten. Ja, natürlich. Na, aber das ist ja das Ding, Beispiel, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich möchte besser aussehen, aber es ist mir nicht wichtig, dass ich irgendwie stärker werde oder irgendwie hochspringen kann oder irgendwelche anderen Dinge. Ich will einfach nur besser aussehen, was ja auch eine ehrliche Meinung ist. So. Jeder will besser aussehen. Dann ist der Punkt Nummer 1, woran du arbeiten solltest, Körperfett reduzieren. Weil das, was hässlich aussieht, ist Körperfettanteil. Und somit, wenn du dein Körperfettanteil reduzierst, siehst du halt besser aus. Und das kannst du ja der Person dann auch halt zeigen. Und für mich als Coach ist es ja entscheidend zu wissen, wo steht er jetzt? Weil ich kann ja nicht einfach schätzen, ja, heute sind wir hier und morgen sind wir dann da. Sondern ich muss wissen, wo steht er heute? Und welche Prozesse muss ich vornehmen, damit er morgen oder übermorgen oder halt in Wochen da sein wird, wo er hin will. Ja. Das ist halt Professionalität, wenn du
individuell auf die Sachen halt eingehst und nicht so grob sagst, ja, hier, wenn du trainierst, wirst du abnehmen. Ja, rein theoretisch schon, aber praktisch funktioniert es nicht. Ja, oder wenn du weniger isst, dann nimmst du ab. Ja, die meisten Leute essen ja eigentlich zu wenig und sind trotzdem zu übergewichtig. Ja, weil sie das falsch in der Zeit essen. Richtig, richtig. Und die ganzen Hormonprozesse sozusagen falsch laufen. Ja. Sehr spezifisch, sehr spezifisch. Und deswegen sage ich, man muss bei jeder einzelnen Person auch dann spezifisch darauf eingehen. Ja. Okay, ist jetzt halt die Frage, ob man das auch so allgemein sagen kann, wenn wir jetzt noch beim Thema Körperfett reduzieren bleiben. Was ist so deine Erfahrung oder deine Behauptung, wie viel Prozent davon ist Ernährung, wie viel Prozent davon ist Training? 80% Ernährung, 20% Training. Okay, also bestätigt sich das auf jeden Fall, dass es schon in die Richtung geht. Okay. Du kannst mit Training halt eine Menge kompensieren, das, was die Profisportler machen. Das heißt, dadurch, dass sie so viel trainieren, kompensieren die ihren schlechten Lifestyle, sage ich mal so. Ja. Aber dieser schlechte Lifestyle holt sie dann früher oder später immer ein. Das siehst du dann in Form Verletzungen. Verletzungen sowieso. Also ich sage auch, solange jetzt Beispiel Fußballer, solange dich keiner von der Seite mit den Stollen wie Oliver Kahn dich umnockt, ist jede Verletzung fast zu 100% auf deinen Eigenverschulden zurückzuführen. Mhm. Ja, die Frage ist nur, wo hast du den Fehler gemacht? Ja, das reicht schon aus, wenn du einfach nur jeden Tag eine Stunde zu wenig schläfst, ja, hast du ja eine schlechtere kognitive Leistungsfähigkeit, als wenn du es tun würdest. Ja, aber darauf gehe ich ja nicht ein, was war, sondern ich sage dann immer, okay, Stand heute ist es so, dass du, keine Ahnung, verletzt bist und wir müssen das vornehmen, dass du erstmal wieder gesund wirst und dann ist alles Prävention. Also Ziel ist es ja bei den Athleten, dass er erst gar nicht verletzt ist. Ja, oder Ziel bei einer normalen Person ist es ja so, dass die erst gar nicht einen hohen Körperfettanteil aufweist, damit man dann etwas machen muss. Ja, also man sollte ja alles präventiv machen und dasselbe jetzt Thema Kinder. Ja, ich muss ja jetzt schon die Grundlage für das Kind legen, damit sie ja später davon profitieren kann. Ja, das ist ja das Ding. Das heißt, jetzt einfach den Kind vor Fernseher zu setzen, Pizza, Döner zu geben oder so ein Zeug, und dann aber zu sagen, wenn sie 15 ist oder so, hier, du solltest vielleicht mal ein bisschen Sport machen, weil ein bisschen zugenommen. Dann wird's hart. Ja, ja, richtig. Ja. Das heißt, Ernährung in den ersten 20 Jahren deines Lebens, sage ich mal so, wenn du da wirklich alles plus minus optimal machst, dann wirst du davon dein Leben lang profitieren. Ja. Wenn du in den ersten 20 Jahren wirklich eine Menge Blödsinn gemacht hast, dann ist nur die Frage, wie lange hält dein Tank. Das noch gut geht. Ja. Das stimmt allerdings. Dann die letzte Frage zu dem Thema noch. Wenn du jetzt Leistungssportler bei dir hast, die hast du ja auch nicht zu wenig, und die machen mit dir zusammen ein Training und dann kommt so der Satz, ja Eugen, kann ich noch das und das machen, so damit ich am Strand besser aussehe? Nein. Sagst du denen, Digga, was ist los bei dir? Richtig. Ja, ich sag's noch anders. Nee, mit den Athleten, nee, da gibt's nicht zu verhandeln mit mir oder irgendwas, sondern ich entscheide oder gar nicht. Aber ich sag immer so, wenn du dich professionell verhältst, wenn du wirklich Profi bist und du ernährst dich gesund, trainierst das, was du brauchst, machst das, um ein guter Profi zu sein in deiner Sportart, du hast automatisch ein Sixpack. Also es ist nicht zu umgehen. Ja, es sei denn, du spielst Golf oder so. Sogar die haben dann Sixpack. Ja, aber okay, in manchen Sportarten darf man kein Sixpack haben, wie in Football, Rugby und so für manche Positionen, aber jetzt auf diese, sag ich mal, normalen Sportarten wie Basketball und Fußball, es ist, wenn du als Fußballer kein Sixpack hast, dann machst du eine Menge falsch. Das geht nicht, dass du kein Sixpack hast. Das geht nicht. Ja, das heißt, wenn du dann der Meinung bist, dass alles läuft und du dann, keine Ahnung, der beste Spieler im Team bist, dann ist einfach die Aussage, wie gut wärst du denn, wenn du das noch besser machen würdest. Richtig, ja. Aber was willst du jemandem sagen, der der Beste im Team ist? Weißt du? Oder was willst du der deutschen Nationalmannschaft sagen, wenn die Weltmeister geworden ist? Es ist ja nicht so, dass alles optimal läuft. Ja? Ich wollte gerade sagen, sind die Weltmeister. Ja. Aber du siehst ja jetzt, wie das halt bergab geht. Ja, es ist halt natürlich, man viele kann Faktoren. Jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, man kann es jetzt nicht an ein oder zwei Sachen festlegen. Ich meine, alles gut, alles gut. Was aber kein Spaß ist, ist meine nächste Frage. Und zwar, mein lieber Eugen, was ist denn los mit eurer Homepage? Die kommt. Ich wollte draufgehen, mich informieren und dann steht da so,
Baustelle. Shit, ist ja, ja, weißt du, Baustelle ist, ja, ja. Na, ein bisschen besser ist der Flughafen. Nee, aber wir haben neue Fotos gemacht, wir haben viele Veränderungen vorgenommen und dann haben wir gesagt, hey, wir löschen das Ganze und machen alles sozusagen neu. Also, und Stand jetzt ist es ja sozusagen sowieso nicht ein wichtiger Faktor oder ein entscheidender Punkt oder so. Deswegen haben wir gesagt, wir nutzen die Zeit. Wir haben ja auch Gym ausgebaut, umgebaut, wir haben Website ausgebaut, umgebaut, wir haben ein paar neue Projekte am Start gebracht, die dann, denke ich mal, so nach und nach dann wieder dann rauskommen. Du wusstest wahrscheinlich, was ich jetzt als nächstes fragen werde. Und zwar die nächste Frage ist, wie habt ihr erstens Corona für euch genutzt, also jetzt so das letzte Jahr? Und was hat sich so für euch ins Positive verändert? Also wir haben es genutzt, wir haben das Gym vergrößert, wir haben unser Equipment erweitert, wir haben die Mitarbeiter ein bisschen intensiver geschult, mehr Zeit mit denen verbracht. Das heißt, die Coaches sind jetzt noch besser als davor. Ich habe eine Praktikantin die ganze Zeit gehabt und sie gecoacht. Das heißt, sie wird dann bald ins Team eingebaut. Wir haben uns Gedanken um andere Sachen gemacht, die unabhängig von dem, sagen wir mal, Training im Gym sind, sondern außerhalb. Ein bisschen Merchandise haben wir uns überlegt, was Podcast kommt raus von uns. Ja, so welche Sachen. Okay, ich lade mich auf jeden Fall schon mal ein in den Podcast. Ja, let's go. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Und zwar, das ist auch wieder eine sehr kritische Frage. Und zwar, was ist los mit euren Mittagsessen-Stories? Wo sind die hin? Na, wir haben Frühstück, Mittagessen, Abendessen gehabt. Ich meine aber jetzt nur die... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben, wie gesagt, zurzeit ist so ein bisschen alles auf... wie nennt man das? Auf Standby-Modus. Okay. Und wir beschäftigen uns einfach mit unseren Kunden, sind die ganze Zeit mit denen in Kontakt. Wie gesagt, trainieren ein bisschen draußen, trainieren allgemein sozusagen ein bisschen Homeworkouts, wenn es sein muss. Und das andere haben wir ein bisschen auf Standby gesetzt. Okay. Weil das Ding ist, ich muss auch so sagen, so, wenn ich jetzt da super Werbung mache, am Ende kann ich die sowieso nicht ins Gym einladen. Ne? Also dann habe ich auch nicht wirklich was davon. Das heißt, wir kümmern uns einfach um unsere Leute, die wir da haben. Und da haben wir genug Leute und es funktioniert alles. Also es ist so, ihr habt quasi so eine Art Deckel. Also ihr betreut nur bis so und so viele Mitglieder, genau. Weil ihr die einfach auch wirklich dann personal maximal in kleinen Gruppen halt betreuen wollt. Genau, wir haben sozusagen 100 Leute erstmal als Ziel genommen. Und diese 100 Leute müssen ja betreut werden. Und das kostet dann auch Zeit. Das ist halt das Ding. Das heißt, man kann nicht dann auf Masse gehen. Und wir haben unsere Leute und wir sind auf einem guten Wege. Wir haben ganz viele Vorher-Nachher-Bilder wieder produziert. Ich habe einige Athleten, die ich natürlich online die ganze Zeit coache. Die Jungs machen gute Fortschritte. Also... Man ist aber trotzdem auf Standby-Modus und deswegen mache ich noch mehr auf Instagram oder noch mehr da. Oder ich bin auch nicht so der Mensch von diesem Internet. Also ich halte nicht so viel. Ich weiß, es ist ein wichtiger Punkt für meinen Job so, aber es interessiert mich nicht in diesem Ausmaß. Also mich interessiert es auch nicht, wer irgendwas gepostet hat oder so. Ich gucke mir das auch nicht an. Also das, ich bin da nicht so. Okay. Was meint Boogie mit Freemason? Wir haben so ein Restaurant in Berlin und ist türkische Küche mittags und da gibt es sowas wie 40 verschiedene Einzelgerichte und dann hast du einen Teller und du kannst auf den Teller dir dann einfach nur so auswählen, was du möchtest. Und das Coole da bei diesem Restaurant ist so, da kannst du dich halt so ernähren, wie ich das immer meinen Kunden erkläre. Das heißt, du kannst dann sagen, hey, ich möchte bitte nur, keine Ahnung, Weißkohl, Reis und ein bisschen Rindhackfleisch. Das war's. Oder ich möchte mehr davon, weniger hiervon. Und dann können die Leute so selbst ihre, sag mal, Nährstoffe dosieren. Mhm. Und da ich ja allen Kunden von mir beibringe, diese Nährstoffe richtig zu dosieren, weil am Ende des Tages müssen ja die Entscheidung selbst treffen, wenn die vor dem Essen stehen und nicht so einen Plan besitzen, wo die dann lesen, da steht Brokkoli, es gibt keinen Brokkoli, also kann ich nichts essen. Ja, so arbeiten wir ja nicht. Und das ist halt so ein Restaurant und deswegen, das ist so
ein Insider bei uns. Wir sind immer im Sommer da, jeden Tag. Alle unsere Kunden sind immer dort. Und wenn du kommst nach Berlin, zeige ich dir auch den Laden. Deswegen Frühmesse. Ja, sehr schön. Okay, anscheinend habe ich ein bisschen was Nachholbedarf, was gerade so türkische Küche angeht bei euch. Wir haben auch andere Sachen, ja. Also was Essen angeht, hast du in Berlin auf jeden Fall keine Langeweile. Das stimmt. Alle meiner liebsten Burgerläden ist auch in Berlin auf jeden Fall. Welcher? Bürgermeister. Ich zeig dir andere Sachen. Wow, shit, Alter. Nee, ja, ist gut. Alles klar. Dann würde mich jetzt mal noch jetzt so zum Schluss interessieren, ich kann es mir schon denken, wie kam der Kontakt zu Moritz Wagner zustande? Empfehlung. Okay. Also, aber das ist ja 80% unserer Kunden sind alle auf Empfehlung. Okay. Und bei Moritz ist ja so, also Nummer eins muss man ja sagen, er ist halt Berliner. Mhm. Und wir sind in Berlin. Und Nummer zwei, einige der Jungs aus der Nationalmannschaft oder aus seinem alten Team oder so sind bei mir oder kennen mich. Und dann hat er mich einmal angerufen, da habe ich mit ihm gequatscht. Wir haben uns halt super verstanden. Aber mit dem Typen kann man sich ja nur gut verstehen. Deswegen, wir sind okay. In einem sehr guten Verhältnis und ich freue mich auch riesig, dass gerade bei ihm einigermaßen gut läuft so und er dann sich echt entwickelt. Also wir sind wie so eine Riesenfamilie. Jeder feiert immer für den anderen und dann schreibt man sich Nachrichten untereinander. Hast du gesehen, der hat so und so gespielt, der hat performt. Bei uns ist es also wie so eine Riesenmannschaft in einem Raum. Okay, das freut mich auf jeden Fall. So, dann komme ich jetzt zu meinen letzten beiden Fragen. Und zwar, die vorletzte Frage ist, du wurdest ja quasi ja auch vom Simon war das, glaube ich, ja nominiert und hier in das Ding eingeladen. Und jetzt hast du die Chance, jemanden hier für dieses Format einzuladen. Wenn du jetzt glaubst, oder halt, wenn du jetzt irgendwie den Kopf hast nach dem Motto, okay, die Person kann ich mir drin vorstellen, oder, ah ja, den würde ich, oder dem würde ich auch gern mal zuhören, also. Ja, es ist jemand, mit dem bin ich sowieso in Kontakt, aber ich mag ihn persönlich sehr, sehr gern und der ist fachlich in seiner Sache, die er macht, auch extrem gut. Maximilian Kessler auf jeden Fall. Ah, Mann, krass, ja. Okay, Maxi, also erstens, ich kenne Maxi halt aus der Leichtathletik, so, von früher noch, haben auch schon viel, viel Kontakt, so. Ich habe ihn schon gefragt, ob er reinkommen möchte. Er meinte erstmal so, Dann wurde er auch von Simon nominiert. Dann meinte er, ja, okay, wir machen das. Wir machen das, was haben wir jetzt? März, Anfang April, weil der jetzt gerade noch in irgendwelchen Prüfungen oder sowas sitzt, an irgendeinem Abschluss. Genau. Und jetzt hast du ihn auch noch nominiert. Okay, das heißt, Der wird hier reingezwungen. Nee, der ist, wie gesagt, der ist persönlich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Typ. Und das, was er macht, ist sehr, sehr nice. Und das passt auch zu dem Thema sozusagen von dir. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, dass er dann hier demnächst zu Gast sein wird. So. Hat auf jeden Fall ja schon einige Credits von euch bekommen. So. Zu Recht. Wird nicht umsonst nominiert. Okay, dann. Dann machen wir jetzt noch mal einen krassen Schritt zurück und zwar nach. Du kommst dann nicht genau aus. Kommst du genau aus Sotschi oder? Nee, so 200 Kilometer entfernt oder so. Ist ja in Russland gerade. Also für Russland ist es ja um die Ecke. Ja, das ist so nebenan. Sag mal den Ort. Armavir. Da bin ich geboren. Armavir heißt es. Da bin ich auch geboren. Okay. So, wir und sind dann jetzt. Gibt es noch Krasnodar, ist auch in der Nähe. Das kennen die meisten Leute wegen Basketball und Fußball haben die. Ja. Okay. Aber so, das ist die Gegend. Und dann so ein kleines Dorf, das kennt kein Mensch. Aber okay. Armavir und Krasnodar kennt man. Okay, dann sind wir jetzt, sag mal das kleine Dorf bitte auch. Kurganinsk. Kurganinsk, okay, wir sind jetzt da, wir sind jetzt in Kurganinsk. Gibt es da einen Marktplatz oder irgendwie einen Rathausplatz oder so? Ja, es gibt so eine Kirche und dann drumherum gibt es was, ja. Okay. Und dann gibt es, ja. Okay, also der Bürgermeister aus diesem Ort kommt jetzt zu dir und sagt, ey Eugen, was du jetzt gerade in Deutschland bisher so aufgebaut hast, total krass. Ich möchte jetzt einen Gefallen geben, ich möchte Danke sagen. Und zwar hier, du siehst dieses wunderschöne Plakat, 5x10 Meter. Das gehört jetzt dir, Eugen. Du darfst da jetzt eine Nachricht draufschreiben, eine Message, sonstiges. Was würdest du da draufschreiben? An die Bevölkerung sozusagen.
Ja, einfach so deine Message an die Welt, so ungefähr. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ah, ich dachte jetzt, ich dachte, ich war mir so sicher, dass ich wüsste, was jetzt kommt. Ja, aber ich müsste ja etwas hinschreiben, womit ich sozusagen die Mehrheit irgendwie anspreche. Also ich kann ja da nicht einfach meine Meinung hinschreiben. Ja, wieso nicht, wenn du glaubst, dass das einen Mehrwert hat für die Leute? Du hast immer Zeit, du hast einfach keine Priorität. Das will ich drauf schreiben. Zahlen keine Prioritäten. Okay, sehr. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich verrate dir mal ganz kurz, was ich gedacht hätte, und zwar: Mach besser was Schlechtes als gar nichts in Sachen Sport. Schon Aber so in die Richtung. ohne Gewicht. Ohne Gewicht. Das steht da so ganz kleine Klammern noch unten. Ja. Nee, also wenn du keine Fragen mehr hast, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle und vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Danke für die Hat mich Einladung, war ein cooles Gespräch und sehr gefreut. weiterhin viel Erfolg mit dem Ganzen und bis bald in Berlin, ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann bei Du. Mesem und Co. Ja, genau, du hast es verstanden. Alles klar, Eugen, mach's Ciao, gut. ciao. Ciao an alle.